Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir sind zurück in, ja, in Joes Apartment, das immer noch so schrecklich aussieht wie vor ein paar Folgen. Und ja, wir haben in der letzten Folge einen Drogendeal abgeschlossen, zumindest wollten wir das. Und dann lief etwas schief. Und ja, jetzt wollte natürlich der Eddie noch die Kohle haben dafür und ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, ja. Alright, girls, lock up when you leave. Me and Vito got business. Genau, wir haben Business zu tun. Ja, das So lief what the nicht hell's so. going on? That was Henry on the phone. Carlo found out about the deal. Ah, shit. Does he know he was involved? I don't think so. Let's talk about it in the car. Genau, lass uns darüber im Auto reden, dann kann ich noch mein kleines Recap hier zum Start beenden, ja. Ja, der Carlo hat jetzt da Wind von bekommen, von dem Deal. Und ja klar, der möchte natürlich auch beteiligt dran werden, weißt du, weil er ist halt der Boss. Was soll man da machen? Da sehen wir als Mitglieder halt alt aus, ne? Der Boss hat immer das Sagen. Where we headed? Lincoln Park. We meeting Henry there? Yeah. All right, so what did Henry say on the phone? He okay? He sounded okay. But Carlo took his car to the take. Fuck. Just like Henry said he'd do if he found that. Yeah, but now the problem is, we don't even got enough to pay Bruno back. Ah, shit. What the hell are we gonna do? I don't know. We'll figure it out when we get to the park. Yeah. Henry'll know what to do. Ja, der kann uns da bestimmt helfen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Wir können jetzt diesen schmierigen Lappen da, ne, nicht bezahlen. Und der war ja schon so ein bisschen angsteinflößend. Das muss man ja zugeben. Und ja, er hat ja gesagt, was los ist, wenn wir dem das Geld nicht zurückzahlen. Am Freitag, also zum Freitag, wollte er das wieder haben. Ja, da bin ich doch mal sehr gespannt jetzt. Ob uns Henry da wirklich helfen kann, ob er da noch eine Idee hat. Oder ob jetzt Holland in Not ist, sozusagen. Wow. Ja, so geht's auch. Henry's different these days. Guy's got a real... What the fuck's going on? Shit, that's Henry. What the fuck are they hitting him with? What the fuck? Oi, Batong. I'm going in. I don't want to get on your bad side. Scared asshole. Alter. Ihr miesen Wichser. Fuck does something like this, Vito. Them people are fucking sick. Shit. Who the fuck? I'm gonna get you sooner or later. Who do you think? God damn it, Henry! Damn it, Henry! Look at this, Vito. You fucking believe this? The money's gone too. Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of Henry. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. All the ways to kill a guy. Goddamn bullet would have been enough. These Nee. Bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? Fuck, you saw it. In the middle of the park. Oh, wir müssen zurückbleiben. Oh, ich dachte... Okay. Jetzt... Wir müssen zurückbleiben, alles klar. Ich dachte gerade, wir müssen ihn sofort erledigen. Das habe ich leider nicht gelesen. In der Wut. Also das... Boah, nee. Was für miese Schweine. Dafür werden die bezahlen. Wir können uns mal am Arsch lecken gerade hier. Wir haben anderes zu tun. Würde der jetzt genauso schnell fahren, wenn er uns noch nicht bemerkt hätte? Vor allem, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir den erledigen? Oder war das... Oh.
nein! Scheiß! Nein! Was mach ich denn? Jetzt müssen wir das nochmal machen hier. Schon die zweite Folge in Folge, wo wir eine Mission wiederholen müssen. Wichser, ey. So, das skippen wir natürlich, das haben wir ja schon gesehen. Tut mir leid. Waller ways to kill a guy. Goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. I'm gonna turn them into chop fucking soon. Dude, you hit my car! Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Yeah, and it don't matter. Henry's dead. What, do you want us to get killed too? We gotta do this smart, Joe. It don't matter how we do it. As long as they're fucking dead when we're done. All right, listen. There's probably more than two of them. So what? The more the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess we're in and ask him to send some guys over here. All right, fine. I get it. All right, so promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. Nice driving, we gotta asshole. Do this the smart way. All right? Ja, diesmal werden wir uns auch echt klüger anstellen. Nicht schon wieder eine Folge haben, wo ich dann alles zweimal machen muss. Das ist ganz schön öde dann auch für den Zuschauer. Also sorry. Das ist dann öde für dich, wenn ich das hier nochmal machen muss. Und so soll es ja nicht sein. So, sind wir mal gespannt. Wir sollen uns jetzt zu der Basis führen. Ja, und die beiden Jungs haben schon recht. Also das sind bestimmt mehrere. Und gerade deshalb sollten wir ein wenig vorsichtiger sein. Wir täten gut daran, glaube ich. Aber dass die Jungs übel sind, haben wir ja gerade gesehen. Was für miese Schweine, ehrlich. Der arme Henry, ehrlich. Aber die fahren auch ein bisschen besoffen da, oder? Alles nur wegen diesen verkackten Drogen, ey. Ich hab's gewusst. Mann, ey. Das scheint die Basis zu sein. To find them. Let's get in there and take him out before he disappears with the money. Hold on, I'm gonna need some serious firepower first. We can either go to Harry's or we can kill these fucks right now. Just say the word. Ich wäre dafür, dass wir zu Harry gehen vorher. So können wir uns das aussuchen. Okay, er kommt mit. Okay, Moment. Dann werden wir das tun. Liebe Freunde, ne? Dann fahren wir erst zu Harry, rüsten uns gut aus. Also wenn wir die Möglichkeit haben, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja sonst nichts dabei. Ich bin mir sicher, das wird ein großes Geballer da drin, ne? Und da möchte ich natürlich, wie ich gesagt habe vor ein paar Folgen, ausgerüstet sein bei der nächsten großen Schießerei, damit wir nicht wieder so gnadenlos failen. Und da wir jetzt ein bisschen weiter schon im Spiel sind, vielleicht hat Harry da ja auch mehr Waffen schon. Also vielleicht wurde jetzt mehr freigeschaltet. Ja, das können wir an dieser Stelle auch mal gucken. Slow the fuck down before you get pulled over. What? Hoffentlich hat Henry. Henry sag ich schon. Harry. Ein paar neue Waffen. Ja, das macht mich schon so ein bisschen traurig jetzt. Das mit Henry auf jeden Fall. Das ist absolut nicht cool. Ey! Ja, und das interessiert die Bullen nicht, wa?
komisch. Geben wir mal richtig Stoff hier. Die Karre hat sehr schließlich drauf, ne? Müssen wir auch nutzen. Wenn man so viel Pferd unter der Haube hat, da. Die Bullen können uns damit eh nichts. Ja, machen wir es halt nochmal, ne? Cooler Move. War so geplant. So fährt man halt heutzutage. Did you not see that light turn red? Nee. Also rote Ampeln interessieren mich gerade recht wenig. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir jetzt nicht blind vor Wut werden. Wie ein Mensch das ja so gerne macht, ne? Aber es passiert uns nicht. Yeah, who is it? It's me, Vito. Come on in. Ich find's geil, dass man an dieser Stelle auch die Möglichkeit hat überhaupt, sich erst einzudecken. So, you need serious hardware or just a pistol? Serious hardware, würde ich sagen. Aber wir haben hier von die Munition voll. Wir haben nur $500 zur Verfügung. Ja, nehmen wir. Like my mom always said, you can never have too much ammo. Das stimmt. Emmons Garand, ja, die finde ich immer ganz cool. Like my mom always said, you can never have too much ammo. Haben wir nicht genug Geld für. SMG, ja, wer weiß. Und da haben wir schon wieder zu wenig Cash. Leaf, okay, na gut, immerhin. Ne? Ich weiß zumindest jetzt schon, was man später noch für Waffen da alles bekommt. Aber ich möchte das nicht unbedingt spoilern. Spoiler sind uncool. Deswegen lasse ich das. So, Mr. Wong. Jetzt geht's ihnen an den Kragen. Und ich hoffe, du siehst das genauso. Ja, ist ja gut. Wie schon gesagt, das interessiert mich gerade wenig. Scheiße. Ich wollte wieder cool driften, hat nicht geklappt. Oh, wieder ein Geldtransporter. Kann man, glaube ich, nicht ausrauben, ne? Können wir auch noch testen. Slow the fuck down before you get pulled over. Hey, take it easy. I'm in a hurry. Echt mal, was hat der denn auf einmal für ein Problem, der Joe? Die Karre hat echt schon richtig Zug, ey, muss man sagen. What the fuck are you doing? Calm down, I know what I'm doing. Kann doch gerade gar nicht schnell genug gehen, dass wir zu Mr. Wong kommen. Oh, da sind wieder Bullen am Start, aber die können eh nichts. Die müssen erstmal umdrehen jetzt, das dauert ein paar Jahre. Keine Chance. So, Mr. Wong. Ich glaube, ihr habt euch schön ausgerüstet. Slow the fuck down before you get pulled over. What are you, my mother? Der immer krasser. Wir müssen da runter, oder? Ja, müssen wir. Wow! Ja, echt mal, was ist mit dem Typen los auf einmal? War ich wirklich so schrecklich? Ja. Cool. Also wenn die Felgen dann abrollen oder die Radkappen, dann könnte ich das Auto auch rot machen. Wie geil das wohl aussehen würde, oder? So, was ein Move, hä? So. Jetzt sind wir sofort da. Also ich finde das nicht schlecht. Also, das... Boah, Joe, ey. Geh mir nicht auf die Eier. Ehrlich. So,
wir parken mal hier. Mitten auf dem Weg. So. Alright. Wir werden uns natürlich jetzt richtig unbeliebt in dieser Gegend hier machen, in Chinatown, aber das ist mir völlig latten. Mr. Wong hat jetzt ein großes Problem. Is your fucking membership fee? God damn it, Joe. Can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry. Okay. See? Why didn't you just bang the damn bomb? Right down. I don't waste these little fucks. Get the asshole behind the bar. Give up now. Come Watch out. Chickens. They shooting from up top. Ich wollte schon sagen, so treffe ich den. Come on, Vito, let's move up. Genau, benutzen wir mal die Garen, wa? Sieht aber schick aus hier, oder? Come on, Vito, waste them all. Get the guy out of the Up there in a window. Ich wusste, er guckt da. Drei noch? Dann gehen wir mal hier hinter. Schöne Deckung. You ain't so tough. Nee? Where the fuck are they all coming from? China, right? Say good night, Charlie Chan. Charlie Chan? Wo sitzt der denn bitte? Ach, da! Ah, was jetzt? Unten lang, oder? Der durchs Fenster. Watch out, here comes more of them. Come on, Vito, let's move up. That's it, Vito. Kill them all. Every last one of them. Hab ich vor. Hab ich vor. So. Müssen doch oben lang, nehme ich an. Oder geht's da hinten raus? Da sitzen. Oh, sonst haben alle das Restaurant verlassen, aber die sitzen da noch. Gut. Da geht's lang, alles klar. All right, you go first, Vito. You're a smaller target. Thanks, fat ass. Hey, you said we gotta do this smart, right? Ja. Oh, nice shot, Vito. Ja, man kann die Sachen auch kaputt machen. Das finde ich realistisch, das ist gut so. Where the hell is that prick? He's gotta be around here somewhere. Let's keep going. Hat er gesagt, warte? Come on, how do you like that, huh? Ich sehe gerade nichts. You fuck with the wrong guys. Come out and fight like man. Okay. Wir sind sein Mann. Seid ihr es auch, ihr feigen Bastarde. So, da müssen wir rein. Guck, wir hätten tatsächlich. Nee, hätten wir nicht, oder? Ist ja auch egal. Ich muss sagen, das sieht echt schick aus, ohne Scheiß. Richtig gemütlich hier. Aber darum geht's gerade nicht. Shh, be quiet, Vito.
Since when are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Nice and quiet, also wieder sneaky. Nice and quiet, okay. Nice. All right, let's just sneak through here. Also durchsneaken. Ich gehe lieber hier hin, hier habe ich mehr Deckung. Falls was schief geht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das, wenn wir jetzt nicht durchsneaken können, ob wir das dann die Mission sozusagen verkacken. Ja, schubst er mich noch, weißt du? Der Dicke hier. So, auf jeden Fall sind da eine Menge Punkte noch am Start. Ja, renn auf jeden Fall so mal rein. Einfach mal so rein. Gut. Wie macht man das jetzt? Ja. Is that the fucking best you got? Come out quick, Vito. We gotta find one. Let's go, Vito. Zeigt euch. War der jetzt erledigt oder hat er noch überlebt? Kann ich auch. Wie in einem Mafia-Film. Einfach drauf zu mit der Tommy. Ja? Oh, Critical Hit. Holy shit. Nein! Oh, was? Shh! Be quiet, Vito. Since when are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Just sneak through here. Back me up, Vito. Tell your boss I'm coming for you. What the hell? Come on, I think you suck. Hurry up here. That was the last. See? Ain't so bad so far, right? Yeah, but what if somebody recognizes us and Carlo hears about it? That's why we ain't leaving no witnesses. There's probably more of them down here. Get ready. Alright, das bin ich. Sorry nochmal fürs Failen. Das war nicht so toll. Konzentration. Wir dürfen das nicht zu easy nehmen. Ja, warum nimmst du nicht die andere Ecke? Fat ass. You're dead, you slanty-eyed fuck! What is it that you want? What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend
was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Yeah. Well, all your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it, then? I cannot tell you. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine. Your choice. Are you crazy? What'd you want to do? Let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that. He wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Let's just get the hell out of here before the cops come. Wir hätten, glaube ich, echt noch was aus ihm rauskriegen können, oder? Get the hell out of Chinatown, ja. Gute Idee. Mal nachladen. Looks like this place won't be opening up for a while. If we had the time, I'd burn it to the damn ground. Vito. Don't bring big trouble to me. Fuck this! Come on, Vito, let's get out of here. There's too many of them. Find this guy's a maniac. We gotta take him down. I'm going in. Roger that. Scheiße. Come out of your hole, you fucking rat! Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. 10-4. Geht doch. All right. We lost him. Take me to my place, Vito. I need a fucking drink. That was fucked up, huh? Yeah. I don't want to talk about it. Just get me back to my place, would you? All right. Okay, wieder mal Bullen abhängen. Ist ja eigentlich recht easy. Wieder unser cooler Move. Deal was a total fucking disaster. Tell me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs. And if they think Carlo sent us, that'll mean war. Psh, we're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. Call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito, be careful. Ja, ich glaube, vorsichtig müssen wir sein. Da sind wir auch schon direkt in Chapter 14. Stairway to Heaven. Oyster Bay, September 25, 1951. Wir wachen wieder in Marty's Shithole auf. Na, gehen wir noch kurz ans Telefon, das machen wir in dieser Folge noch, die schon wieder recht lang ist. Vito, you ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked.
Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find it laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit? Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. Ja, wir werden gleich rausgehen, aber das soll es für diese Folge erstmal wieder sein. Wir haben ja eine ganze Menge schon wieder erlebt jetzt hier. Wir sind schon wieder bei guten 30 Minuten. Ja, Cola nehmen wir mal einen Schluck. Am frühen Morgen kann man das ruhig mal machen, ne? Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, da war jetzt wieder eine ganze Menge am Start. Also der Drogendeal natürlich schief gelaufen, dann haben wir Henry verloren, der jetzt allerdings auch noch ein Bulle gewesen sein soll. Der soll für die Bullen gearbeitet haben. Also wenn das stimmt, dann, ja, so blöd das ist, dann haben, wir ja fast Glück, dass der jetzt dann hinüber ist, oder? Aber wir haben ihn ja natürlich als Freund gesehen. Deswegen, noch ist nichts bewiesen, dass er wirklich bei den Bullen war. Aber das wird sich vielleicht alles in der nächsten Folge schon klären, wer weiß. Ja, wie schon gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Haut da rein.